sizi hatırlatıyoruz, sizi. Evet diyoruz. Güçlü Türkiye için bize her şey geleceğim Türkiye'yi hatırlatıyor. Ich komme aus Salzgitter. Das ist ziemlich weit weg von hier, kann man sagen. Was hat Sie bewegt, hier heute hinzukommen? Ich bin für mein Land hier, für mein Volk. Auch wenn ich hier geboren bin, hier aufgewachsen bin, trotzdem verbindet mich einfach mit Türkei sehr, sehr viel meine Vergangenheit und vor allem auch die Zukunft meiner Kinder. Die Zukunft wird die in der Türkei sein, oder weil Sie sagen, ihr Volk, ihr Land? Es bleibt immer mein Land. Ich bin mit meinem Land verbunden. Ja, weil Sie sagen, für Ihre Kinder. Weil später im Alter möchte ich gerne wieder zurückgehen. Was ist an Erdogan so faszinierend für Sie? Er ist wahrhaftig, er ist ehrlich und er arbeitet für sein Volk. Ist nicht wie die Politiker hier. Er lügt die Gesellschaft nicht an. Er ist einfach wirklich ehrlich. Er sagt, was er denkt. Und zumindest ist er auch der Erste gewesen, wie damals gegenüber Israel, der aufgestanden ist. Und das zeigt nur, wie ehrlich er ist. Was ist mit den Festnahmen? Wie stehen Sie dazu? Er macht es richtig. Haben Sie Familie, zum Beispiel Leute, die Angst haben jetzt in der Türkei? Nein. Weil sie festgenommen wurden? Sie kennen niemanden? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und Türkei wird auch immer noch an Land bleiben, vor allem wenn es politisch noch weiter so aufsteigt. Ganz ehrlich, was die Medien hier machen, ist einfach nur Volksheizerei. Aber gestern ist ein deutsch-türkischer Journalist festgenommen worden. Es sterben täglich Menschen, auch Unschuldige. Das hat festgenommen worden, meine ich. Okay, ein festgenommen. Werden hier keine Journalisten mundtot gemacht? Das müssen Sie am besten wissen. Sizi hatırlatıyoruz, sizi. Evet diyoruz. Güçlü Türkiye için, geleceğimiz için, milletin selameti için evet diyoruz. Orijinal Türkiye beyler. Damals waren das die Juden und heute sind das die Orijinal bizde var, başkasında yok abi. Genau. Schickes Passwort. Orijinal Türkiye bizde. Und wie gesagt, damals waren das die Juden und heute sind das die Moslems und es ist sehr, sehr schwierig. Worin äußert sich das, die Verfolgung der Muslime? Weshalb empfinden Sie es als so schlimm, dass Sie Deutschland verlassen müssen? Also es ist so, ich wurde letztes Mal schon beim Einkaufen, nur weil ich so Auftritte und so gekleidet bin. Mit Hijab? Genau. Es tut natürlich leid, dass wir so wunderbare Menschen wie euch verlieren. Du wärst sicherlich eine Bereicherung für Deutschland. Schade, dass wir dich verlieren. Ihr werdet mich nie verlieren. Ich werde immer bei euch sein. In unserem Herzen bist du bei uns. Oder ihr seid immer so in unserem Herzen. Ich werde hier in Deutschland studieren, damit ich vielleicht, wenn ich sogar halt, damit ich vielleicht zum Beispiel jetzt in Deutschland hier wirklich versuchen kann, ein bisschen was zu bewegen. Zum Beispiel, wenn ich ein Heilmittel gegen Krebs finde. Das sind Studieren, heißt das. Humanmedizin. Humanmedizin. Gut, also du bleibst in Deutschland, oder wie war das? Bis zur gewissen Zeit, ja. Aber danach ab in die Heimat. Was wenn mein Leben langsam zu Ende geht, dann gehe ich wieder in meine Heimat. Was ist deine Heimat? Heimat ist die Türkei. In meinem Pass steht zwar, dass ich Deutsche bin, aber halt mein Blut und meine Vorgeschichte, sag ich mal, oder mein Land ist eigentlich Türkei. Wo kommst du daher? Bursa. Bursa. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Ja, wir erwarten einfach nur, dass es den Menschen dort gut geht und meiner Meinung nach macht es die Regierung gerade bestmöglich in der Geschichte. Also davor gab's. Was ist mit den Vorwürfen, Diktatur, dass es eine Diktatur werden könnte? Könnte ich. Verhaftungen, meine, Leute 10.000 in der Geschichte gab es noch nie so viel Demokratie wie heute, denke ich. Und deswegen finde ich diese Demokratievorwürfe nicht richtig. Yağmurlarda bize her şey Türkiye'yi hatırlatıyor.